Hallo und herzlich willkommen im Wald. Es regnet, dementsprechend dachte ich, ist das das perfekte Wetter. Also ein bisschen, ne? leichter Nieselregen, nichts Gravierendes. Würde einen, wenn man jetzt im Freiland steht, so in 20 Minuten vielleicht, wenn man gar keine Regenklamotten trägt, durchweichen. Aber für mich reicht es gerade nicht. Ja? Und das ist eine wunderbare Gelegenheit für noch mal ein paar Takte zu Zunder und Möglichkeiten, Zunder anzuzünden, weil da kriege ich immer mal wieder Kommentare dazu, die von meiner Meinung etwas abweichen. Grundsätzlich ist das in Ordnung, aber es ist völlig in Ordnung, selbstverständlich. Nur habe ich nachher trotzdem das Bedürfnis dazu, noch mal was zu sagen, schlicht und ergreifend. Und ja, das heißt jetzt nicht zwingend, dass ich recht habe, aber ich möchte meine Argumente gerne noch mal in der 2022er Version vorbringen. Und zwar geht es grundsätzlich darum, was denn jetzt nun das ultimative Tool ist, um ein Feuer anzuzünden. Ja, und da gibt es ja bekanntermaßen drei Gegenstände, die überhaupt Sinn ergeben. Nämlich zum einen Feuerzeug, in welcher Form auch immer. Dann Streichhölzer, auch da wieder gibt es natürlich die High-End-Dinger, wie zum Beispiel ein Sturmstreichholz, das, wenn es dann mal brennt, nicht mehr auszubekommen ist, bis es dann das Schwefelköpfchen abgebrannt ist. Danach brennt es möglicherweise noch ein Weilchen weiter, aber dann ist auch relativ kurz drauf Schluss. Ja? Oder eben ein Standardstreichholz. Wo habe ich's? Mist. Nichts in meiner dekorativen Tasche. Oder eben in Feierstil. Ja? So, und worauf ich jetzt hinaus ist, dass es ja ein hartes Lager gibt von Leuten, die der Meinung sind, dass so ein Feierstil, jetzt muss ich doch einen rauskuscheln, das ultimative Feueranzündutensil ist und das wirklich mit Abstand Beste, was der absolute Survival-Ultra-Profi verwenden kann, um ein Feuer anzuzünden. Was dabei meiner Meinung nach vergessen wird, ist, dass auch ein Survival-Ultra-Profi möglicherweise mal einen schlechten Tag hat und es bei einem Survival-Ultra-Profi wahrscheinlich um jemanden geht, der häufig Survival trainiert hat und jetzt weniger jemand, der irgendwo im Nirgendwo tatsächlich mal ganz lange notgedrungenermaßen klarkommen musste, sondern das immer nur freiwillig gemacht hat. Also Firesteel, man kennt sie, das ist ein auf Magnesiumbasis basierendes Mischmetall, das halt eben bei Reibung Funken abgibt, die sich dann bei direktem Kontakt mit dem Sauerstoff und mit der Energie, die durch die Reibung auftritt, sofort entzünden. Damit kann man Dinge anzünden. Was kann man damit anzünden? Mehr oder weniger alles, was eine sehr, sehr hohe Oberfläche hat, um es chemisch korrekt auszudrücken. Ja? Hohe spezifische Oberfläche. Das bedeutet zum Beispiel Watte. Aufgeraute Fasern von zum Beispiel Pflanzen, zum Beispiel Holz, zum Beispiel Textilien. Sofern das alles sehr, 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 sehr trocken ist, möglicherweise kann man damit auch noch brennbare Flüssigkeiten anzünden. Was heißt möglicherweise? Das geht meistens ganz gut. Damit erschöpft sich die Liste dann auch relativ bald wieder. Weil entweder ist was irgendwo in dem Bereich Faser einzuordnen oder es ist eine brennbare Flüssigkeit. Ich wüsste jetzt nicht, was da sonst noch groß in Frage käme, außer vielleicht noch irgendwelche hochindustriellen Zunder, die auf einer wachsartigen Ölbasis zum Beispiel irgendwie hergestellt werden. Sowas kriegt man damit natürlich auch noch an. So, und die Dinger gelten ja als ultimatives Survival-Tool zum Feuer machen, weil der Marketing-Gag dabei eben ist, wenn man die irgendwo kaufen kann, dass dann jedes Mal dabei steht, reicht für 837 Millionen Zündungen. Ja? Meistens irgendwas um die 100.000 bis 300.000, je nachdem wie groß oder klein oder 50.000. Wie gesagt, je nachdem wie dick, klein, dick, dünn und was auch immer die Dinger sind. Grundsätzlich gilt, das hier ist jetzt ein eher dünner. Je dicker und je länger die sind, desto einfacher ist es damit Feuer zu machen, weil man dann bei einem kompletten Runterstreichen des gesamten Stahls möglichst so viele Funken bekommt, wie der halt lang ist. Das heißt, die Funken sammeln sich, flupp, flutschen oben raus. Und wenn der jetzt halt bis hier ginge, dann hättest du da halt einen ewig langen Weg, Funken anzusammeln, würdest da unten ein halbes Inferno verursachen, wenn du den dann abstreifst. Das geht, das kann man auch kaufen, nur ist es dann halt nicht mehr besonders handlich und nicht mehr besonders klein zu mitnehmen.
So ein Riesending, das mag dann schon ein sehr praktisches Utensil zum Feuermachen sein, weil es eigentlich im Grunde nicht möglich ist in einem Menschenleben, wenn man jetzt nicht jeden Tag 17.000 Mal darin rumspielt, so viele Feuerchen zu machen, dass man den wirklich aufbraucht, wenn man dann eben weiß, wie man damit umgeht. Jetzt muss man allerdings dazu sagen, nur weil der riesengroß ist, heißt das nicht zwingend, dass der jetzt für 800 Milliarden Zündungen ausreicht, weil der trägt ja jedes Mal auch viel mehr Material ab. Deswegen würde ich mal eine realistische Zahl von möglichen Zündungen bei auch vernünftiger Verwendung von dem Ding irgendwo tatsächlich im Bereich von mir aus 100.000, aber auch nicht 7 Millionen einordnen wollen. So, und weil die Teile tatsächlich ein paar Vorteile haben, die sie de facto haben, hat sich irgendwie eingebürgert, das sei das ultimative Tool zum Feuermachen und was anderes macht überhaupt keinen Sinn. Das kannst du nicht mitnehmen und der richtige Survivaler braucht unbedingt dieses Ding. Zum Teil geht das vielleicht auch vom Militär aus, die mitunter auch im Einsatz haben. Ja, jetzt ist so ein Militär was, wofür ich recht dankbar bin, dass es das gibt, insbesondere unseres. Dass der anderen, dem bin ich möglicherweise nicht so dankbar, je nach Situation, zu der es weltpolitisch irgendwann mal kommen mag. Ja. Aber ja, unseres ist jetzt grundsätzlich erstmal mein Freund. Ja. Davon abgesehen, ich war ja auch bei den Nasen. Ja, da kommt dann irgendwie dazu, dass das halt eben, es ist militärisch, dann muss es gut sein. Militärische Ausrüstung ist in einer Hinsicht wirklich toll. Sie ist im Regelfall unkaputtbar und hält ewig. Ja, das trifft in gewisser Weise auch für dieses Ding hier zu. Das war es dann aber auch mehr oder weniger mit den Vorteilen von dem Zeug. Manchmal funktioniert sie auch ganz gut, andere funktioniert nicht ganz gut, aber in jedem Fall ist sie dafür ultra schwer und ultra klobig. Und natürlich kannst du einen 40-Kilo-Rucksack in der Gegend rumschleppen. Die meisten Armeen verlangen das auch von ihren Soldaten. Ergibt das furchtbar viel Sinn, jedes Mal mit so viel Gepäck unterwegs zu sein? Aber nein. Ja, das nicht wirklich. Ich verstehe aber schon eben diese Anforderung, dass das super robust sein soll, weil man hat eben auch Deppen in der Armee und die müssen das dann auch Möglichkeit trotzdem nicht kaputt bekommen, damit man es dem nächsten Soldaten bei einer gewissen Fluktuation der Soldaten wieder andrehen kann. Das gibt alles gute Gründe und gute Erklärungen, warum Militärausrüstung ist, wie sie ist. Ist sie automatisch immer das Beste vom Besten? Nee, das ist sie bestimmt nicht, weil man kriegt auf dem zivilen Markt definitiv viel krasseres Zeug, jetzt rein zum draußen Leben, nicht zum Leute umbringen. Das kriegst du nur auf dem militärischen Sektor. Logischerweise, was vielleicht auch ganz gut so ist und aus Nostalgiegründen. Und vieles, was man bei der Bundeswehr oder bei welcher Armee auch immer erlebt haben mag, wird hinterher nostalgisch, romantisch verklärt und ganz so doll war es dann im Endeffekt dann wahrscheinlich dann doch nicht. Also bei denjenigen, die sagen, es wäre doll gewesen. Bei den Leuten, die sagen, es war furchtbar, die haben meistens wahrscheinlich eine recht realistische Einschätzung der Gesamtsituation. Ich hatte ja Spaß, ja, aber nichtsdestotrotz muss jetzt nicht zwingend dieser olle Fire-Stil wirklich das Nonplusultra-Survival-Tool sein. Aber ich habe ja gesagt, ein paar Vorteile hat er definitiv. Erstens, das Ding ist wirklich unkaputtbar. Das ist nahezu unmöglich, den kaputt zu bekommen. Wenn du ihn nicht verlierst, alles gut. Zweitens, der ist tatsächlich völlig wasserdicht und er macht auch Funken, kurz nachdem er nass geworden ist. Der muss also nicht getrocknet werden, etc. pp. Salzwasser setzt dem Zeug langfristig zu, aber auch nur erst langfristig. Das heißt, das wird eine Weile dauern, bis es dann mal wirklich zu Schwierigkeiten kommt. Da muss man schon tagelang im Meer schwimmen, bis man da dann Schwierigkeiten kriegt. Ja, und wie gesagt, ewig viele Zündungen. Das heißt, in einem Szenario, in dem die Zombies alle gefressen haben und man der letzte Mensch auf dem Planeten ist, dann möchte man vielleicht sowas haben, damit man 50.000 Feuer machen kann, nachdem man dann nach den ersten 49.000 Mal Striken endlich auch gelernt hat, wie man mit jedem Funken jedes Mal ein Feuer hinbekommt. Dann kann man noch 1.000 Feuer machen. Da muss man schon wieder ein bisschen rationalisieren. Egal, rationieren natürlich, Entschuldigung. Rationalisieren sollte man auch, aber das ist ein anderes Thema. Das sind definitive Vorteile, ja. Und die Dinger sind aufgrund ihrer Bauweise, so einen Knubbel hinten müssen sie ja nicht haben. Den haben sie meistens, aber das ist nicht zwingend erforderlich. Das darf auch einfach nur der Stab sein. Ohne Knubbel hinten sind sie sehr klein. Man kann sie an verschiedenen Orten in den Klamotten verstecken und einen in den Geldbeutel tun, einen ins Handy-Case tun, wenn man einen kleinen genug findet. Man kann sich auch einen ans Handy rankleben, wer da lustig ist. Habe ich auch schon gesehen inzwischen. Ein bisschen alternativ, sollte dann ein altes Handy sein vielleicht. Oder ein Taschenmesser dran bauen, in Messerscheiden integrieren. Da gibt es 7 Millionen Möglichkeiten, wo man diese Dinger überall unterbringen kann, dass man ständig mindestens einen Fire-Stil am Mann
Mann hat zum Feuer machen, das ist alles lustig. Ja, keine Frage, und das ist auch alles praktisch, keine Frage. Und wenn du irgendeinen Gegenstand zum Feuer machen im Wald verbuddeln möchtest und hoffst, dass der 30 Jahre später, wenn dann die Zombies gekommen sind, noch funktioniert, dann sollte es tatsächlich so ein Ding hier sein. Oder irgendwas anderes, das du dann entsprechend gut verpackst. Aber auf die Verpackung kommt sie halt nicht an. Ja, das sind so große Vorteile. Entscheidender Nachteil, das ist unter den drei Hauptgegenständen, mit denen man Feuer machen kann, die sich so weltweit etabliert haben, der komplizierteste. Das ist also am schwierigsten, hiermit ein Feuer in Gang zu bekommen, verglichen mit den zwei anderen Sachen. Es sei denn, eine Ausnahme, man möchte Gas anzünden oder eine brennbare Flüssigkeit anzünden. Das geht hiermit tatsächlich nicht besser als mit dem Streichholz, aber zumindest mal besser als mit dem Feuerzeug. Ja? Das ist eine Ausnahme. Ansonsten bei allem anderen ist es erstmal komplizierter. So. Und das glaubt mir dann immer keiner und jetzt schreiben mir einen Haufen Leute in die Kommentare, nein, der Firestyle ist das einzig wahre, nur damit kann man ein richtiges männliches Feuer machen mit 10 Männlichkeitspunkten. Aber was man damit zum Beispiel nicht anzünden kann, sind viele Zunder, die du in jedem Waldökosystem, das Nadelbäume beispielsweise enthältst, an jeder Ecke findest, nämlich, und wirklich an jeder Ecke. Eine Birke muss man manchmal suchen, je nachdem, wo man unterwegs ist. Da vorne liegt eine, das habe ich jetzt aber absichtlich so gewählt. Ich habe hier in dem Wald, wo ich so normalerweise rumrenne, viele, viele Ecken, da wüsste ich weit und breit nicht, wo eine Birke steht. Da müsste ich wirklich von vorne bis hinten alles abklappern, in der Hoffnung, irgendwo per Zufall zwischendrin mal eine Birke zu finden. Das ist schon nicht so einfach und dabei weiß ich genau, wo die Dinger wachsen und unter welchen Bedingungen die wachsen und so weiter und so fort. So, daher Zunder, die du wirklich in jeder Ecke finden kannst, die du mit dem Firestyle aber nicht anzünden kannst, weil du dann was anderes bräuchtest, ist zum Beispiel ein Haufen Reisig. Irgendein abgestorbener Nadelbaum, ob der jetzt umgefallen ist oder ein junger Vertrockneter, in diesem Fall war es ein junger Vertrockneter, gerade so vertrocknet, die Nadeln sind teilweise noch leicht restgrün, ja, da macht man sich innerhalb von 30 Sekunden ein solches Sträußchen, zum Beispiel. Ja, Regen im Wald, das führt dann immer zu Geräuschen, die man nicht ganz zuordnen kann. So, und sowas kannst du mit dem Firestyle nicht anzünden. Das könnte ich jetzt versuchen, wäre aber Mumpitz, das müsst ihr mir glauben, wenn ihr jemals so ein Ding bedient habt, dann habt ihr schon rausgefunden, dass das quasi nicht geht. Womit kann man das aber anzünden? Mit einem Feuerzeug. Warum hat die Menschheit wohl ein Feuerzeug erfunden? Und wann wurde denn ein Feuerzeug erfunden, beziehungsweise das Streichholz? Das war alles in einer Zeit, als Dinge, die einfach nur einen Funken produzieren, wenn man draufhaut, auch wenn das hier schon in der modernen Fassung der Fall ist, die haben sich abgenutzt. Die wollte keiner mehr haben. Damit hat keiner mehr gearbeitet, weil man das jahrhundertelang damit gemacht hat und dann festgestellt hat, boah, das ist so mühsam. Und dann kam das Feuerzeug auf und alle waren glücklich und kein Schwein wollte mehr irgendwie mit Reibung, mit einem Funken schlagen oder sonst irgendwie sein Feuer anzünden. Warum nicht? Weil es komplizierter ist, weil es länger dauert, weil es manchmal nicht funktioniert. So, und ein Feuerzeug, insbesondere so ein Jetflame, nachfüllbares, bisschen hochwertigeres, ist halt in der Lage, sowas hier, bevor du Birkenrinde gesucht hast, bevor du irgendeinen Pilz vom Baum gekratzt hast oder dir Feathersticks gemacht hast, sprich Holz, das man ganz, ganz fein reibt, kannst du einfach sowas nehmen, wenn du ein Feuerzeug hast und dann zündest du das an. Und dann geht das ein Momentchen. So, aber dann hast du auch dein Feuer. Seht ihr? Ja, also damit kannst du jetzt alles beliebige andere anzünden, insbesondere wenn man es auf den Boden gelegt hätte und gleich noch anderen Zunder drüber gelegt hätte. Aber brennt ja noch. Und ich muss gerade aufpassen, dass ich mich selber hier nicht allzu sehr abfackel. Und es spricht nichts dagegen, noch einen viel größeren Ast zu nehmen. Dann gibt das ein instant großes Feuer. Und wie gesagt, wenn man dann rechtzeitig noch ein bisschen was Gescheites drauflegt, hat man sein Feuerchen. Und nach dem Zeug muss man gefühlte 30 Sekunden suchen in jedem durchschnittlichen Laubmischwald. Laubmischwald heißt mit Nadelholzanteil. Zum Beispiel, das liegen jetzt auch hier an dem Baum, neben dem ich sitze, ein bisschen was davon dran. Ja, also das ist Möglichkeit Nummer 1, was man zum Beispiel mit dem Feuerzeug anzünden kann und mit dem Firestyle garantiert nicht. Variante Nummer 2, super dünne Äste. Ja, zeige ich euch auch gleich, wo es die gibt. Ich wollte es jetzt nur einmal kurz vorgemacht haben. Ein Bündelchen super dünne Äste. Dauert 40 Sekunden, die zusammenzusammeln. Ja, man bricht sich einfach ein paar davon ab, bricht sie einmal in der Mitte durch, bündelt sie so, wie ich sie jetzt getan habe und hat man dann ein Feuerzeug. Und das bei diesem Wetter, ne? Die sind gerade frisch gesammelt und dieses Feuerzeug brennt halt eben lang genug, dann kann man dadurch eben die lange kontinuierliche Flamme das Zeug durch die Flamme des Feuerzeugs so weit trocknen,
dass das dann auch wirklich Feuer fängt. Ja? Und hätte ich das jetzt auf den Boden gelegt, wäre das jetzt eine wunderbare Basis für ein Lagerfeuer. Beziehungsweise ich könnte es jetzt noch auf den Boden legen, mehr von solchen kleinen Stöckchen nachlegen. Und das ist so deppeneinfach. Ja, das kann jeder, der nie was über Feuer machen gelernt hat, einfach aufgrund dessen, dass ich das jetzt hier gerade erzähle. Und aus dieser einfachen Situation raus, dass man einfach mal gezeigt hat, mach dir ein kleines Büschel. Davon kann man sich übrigens auch wunderbar gleich mal eine Fackel bauen, wenn man mal eben schnell aufs Klo gehen möchte, in einem Survival-Szenario, indem man keine andere Lichtquelle hat, und schwuppdiwupp, seht ihr, und das fängt jetzt wunderbar an zu brennen, insbesondere wenn man so nach oben hält, ist das überhaupt kein Problem, ist jetzt dann bald auch wieder aus, aber das ist auch gut so, weil ich will mir ja nicht die Pfoten verbrennen, zack, schon passiert. Ja, also man sollte das kurz nachdem es angefangen hat zum Brennen natürlich dann auch auf den Boden legen oder halt dahin, wo man dann wirklich sein Feuerchen machen möchte. Ja, aber ein Feuerzeug, das ist völlig zu Recht das einfachste Tool, um ein Feuer zu machen. Ja, es ist natürlich, fühlt sich nicht so männlich an. Man ist nicht MacGyver, weil man mit einem Funken ein Feuer anbekommen hat, sondern man hat einfach ein Feuerzeug genommen, wie Otto Normalverbraucher auch. Aber das geht wirklich in jedem 0815 Wald mit wirklich super häufig verfügbarem Material, total einfach bei Regen, nach einer Phase, wo ständig geregnet hat, mit diesen ganz dünnen Ästchen, dass die nicht sofort angefangen haben zu brennen, lag halt daran, dass die nass waren. Aber die habe ich jetzt mit der Energie meines Feuerzeugs getrocknet. Ja, es fing erst an zu qualmen, dann fingen irgendwie erst ein Flämmchen an und am Ende hat es ja von alleine gebrannt. Ja, und das geht eben nur so simpel, weil wir einen Haufen Power im Feuerzeug schon drin haben, die Kraft, die Energie, die da drin ist, nutzen können, um jedes beliebige, noch so beschissene Zundermaterial, weil nass, trocken zu bekommen, und irgendwann brennt es dann. Also so viele Möglichkeiten. Alles erdenkliche organische Material, was uns die Natur zu bieten hat, mit genügend Kraft und genügend Power irgendwann zum Brennen zu bringen, die Möglichkeit bietet wirklich nur das Feuerzeug. Und ob das jetzt ein Jetflame-Feuerzeug ist oder das gute alte Big-Feuerzeug, wo habe ich es? Irgendwo habe ich es, Moment, ist im Endeffekt dann eigentlich bloß noch ein Detail. Das hätte hiermit auch funktioniert. Ja, nur der Unterschied ist halt der, hier darf auch noch Wind gehen, dann klappt es trotzdem. Weil die Flamme nur schwer auszupusten ist, es geht leider trotzdem. So ein hochwertiges Jetflame-Feuerzeug ist es dann auch wieder nicht. Aber man verbrennt sich weniger schnell, weil die Flamme einem nicht auf die Hand zurückgeweht werden kann. Die geht immer straight geradeaus vom Feuerzeug ausgehend. Während das hier, ja, je nachdem woher der Wind kommt, weiß jeder, der sich schon mal irgendwie versucht hat, bei Silvester, bei starkem Wind, alles mögliche Zeug anzuzünden. Da kann man sich schon mal gerne den Daumen verbrennen, der hier so ein bisschen absteht. Wenn die Flamme jetzt genug in Richtung meines Daumens weht, dann habe ich möglicherweise ein Problem. Ja, aber auch hiermit das gleiche Prinzip. Geht vielleicht noch mal ein Momentchen länger, aber wir haben genug Power, genug Brennleistung in so einem Feuerzeug, um jeden x-beliebigen Zünder irgendwann trocken gefeuert zu haben, und dann fängt der irgendwann auch an zu brennen. Und insbesondere, wenn es dann ein Zünder gewesen ist, der dann eine recht lange Brennzeit hat, wie mein Haufen Äste da gerade, macht den 4-mal so groß, 10-mal so groß, 30-mal so groß. Bei 30 mal so groß braucht er dafür vielleicht eine Viertelstunde, aber danach hast du ein Instant-Feuer, was sofort ein riesiges, ein kleines Miniatur-Inferno auslöst, als Signalfeuer ein Thema, als Tierverteidigungsabwehrfeuer, falls das Tier kommt, nicht vorher. Ja, sondern wenn das Tier kommt, dann zündet man schnell an, hat vorher schon ein paar von diesen Stöckern schon in die Kurz-vor-Zündphase gebracht, indem man halt schon eine Weile mit dem Feuerzeug drunter rumhantiert hat, und dann kann man da relativ schnell ein Feuer erzeugen, insbesondere wenn man dann wirklich noch vernünftigen Zunder dazu nimmt. Und ja, das geht auch alles mit dem Firesteel. Aber das ist mit dem Firesteel sehr, sehr, sehr viel umständlicher. Denn für den Firesteel, die genannten Sachen, wie gesagt, das kannst du vergessen, die kriegst du damit nicht angezündet. Da brauchst du dann schon irgendwas, was unglaublich gut brennt, wie zum Beispiel Birkenrinde, auch die jetzt gerade frisch eingesammelt. Ich hoffe, man erkennt, die ist nass. Oh, das sollte zu sehen sein. Also ganz, ganz frisch vor 10 Minuten. Ich laber schon 20, aber bevor ich angefangen habe zu labern, 2 Minuten vorher, hinten von der Birke gesammelt, tote Birke, ne? Keine Angst. So, und natürlich, Birkenrinde ist sensationell, und die ist auch dann hilfreich, wenn man ein Feuerzeug zu verwenden denkt oder mit dem Streichholz arbeitet oder sonst wie, weil selbst wenn die nass ist, geht es ein Momentchen länger, bis das Ganze dann richtig brennt, aber irgendwann brennt es.
Ja, und man kann ja, wie gesagt, mit dem Feuerzeug drunter bleiben. Das wäre jetzt aber auch mit der Power eines Streichholz denkbar gewesen. Und dann so halten, dass die Flamme, wenn sie nach oben brennt, auch immer schön was findet, was sie anzünden kann. Und schwuppdiwupp haben wir unser Feuer. Ja, Birkenrinde ist natürlich über jeden Zweifel erhaben und mit Abstand der beste Zunder, den es bei uns im Wald gibt. Das ist so, ja, da muss man nicht lange drüber diskutieren. Klar, Kiensparen geht auch, ist aber Birkenrinde ist einfach nochmal viel einfacher. Viel häufiger verfügbar in viel größeren Mengen und ja, viel einfacher heranzukommen mit weniger Energieaufwand unserer Eins, um die dann quasi griffbereit zu machen. So, und Birkenrinde kann man jetzt natürlich auch mit dem Firesteel anzünden. Wie das geht, zeige ich gleich. Und solange man immer Birkenrinde hat, kriegt man dann vielleicht den Eindruck, was anderes als ein Firesteel braucht man nie, weil man super gut darin geworden ist, Birkenrinde mit dem Firesteel anzuzünden. Dafür gibt es eine exakte Technik, die meiner Meinung nach tatsächlich am allerbesten ist. Und die Birkenrinde ein wenig aufraut, indem man hier einfach mit der Messerspitze oder Safety first, hier das Ding einfach ein bisschen abkratzt. Dann kriegt man abgekratzte Späne von Birkenrinde. Das funktioniert auch ganz gut mit schon älterer Birkenrinde. Die hat eine ganz ordentliche Qualität, muss ich dazu sagen. Ja, und wir kriegen dann halt so ein kleines Häuflein Birkenrindenspäne. Zeige ich euch hier einfach mal kurz. Ja, das ist jetzt noch nicht besonders viel, aber nichtsdestotrotz sollten die eigentlich bereits in der Lage sein, potenziell zu brennen. Zack. Gucken wir doch mal. Ich mach das mal mit links, vielleicht klappt das auch. Ja, und wir haben Feuer. Ja, nicht viel, aber wenn ich jetzt eben hier vorbereitet wäre, tatsächlich direkt mein Feuerchen anzuzünden, dann hätte das jetzt gereicht. Kurzer Sicherheitshinweis, es regnet. Ja, abgesehen davon, dass ich hier unter einer Tanne hocke und daher einigermaßen im Trockenen bin, ist es nahezu unmöglich, bei diesen Bedingungen irgendwie den Wald anzuzünden, weshalb ich jetzt Feuersicherheitsmaßnahmen auf ein Minimum reduziert habe, nämlich die zwei Grundregeln. Erstens, Feuer immer beaufsichtigen, immer. Ja, wenn du pinkeln gehst, dann so, dass du beim Pinkeln aufs Feuer gucken kannst. Nicht zwingend reinpinkeln, das riecht furchtbar. Und ist auch nicht zweckdienlich, wenn das Feuer anbleiben soll. Ne? Aber wirklich immer im Auge haben, das wollte ich damit nur sagen. Und zweitens, je größer das Feuer, desto größer der Idiot, der es macht. Feuer sollten immer nur eine zweckmäßige Größe haben. Wenn man was kochen möchte, ist es ein relativ großes Feuer. Will man ein Wärmefeuer, dann sollte es nur so groß sein, dass es ausreichend Wärme produziert. Und das geht schon ab kleinen Mengen eigentlich schon ganz gut, insbesondere wenn man nah dran hockt. Das ist außerdem sowieso noch so ein Tipp. Willst du ein Wärmefeuer haben, dann nimm ein kleines und hock dich einfach nah dran. Das ist viel effizienter als ein Riesenfeuer zu machen. Da brauchst du unendlich viel Holz. Das ist zwar überall rumliegend, aber man muss es erstmal zusammentragen. Das wird auf die Dauer auch sehr nervig. Gut, spaßeshalber hier einfach der Vollständigkeit halber hier nochmal Streichholz. So, ja. Hier ist halt das Problem, die relativ geringe Brenndauer. Man braucht also für ein Streichholz schon einen halbwegs guten Zunder. Die Möglichkeit mit dem Feuerzeug da einfach ewig lange die Flamme drunter zu halten, bis es dann halt entweder irgendwann mal brennt, die hat man halt nicht. Das heißt, man muss sich schon noch ein bisschen Mühe geben mit Zunder suchen. Aber es ist so ein Mittelding zwischen Firesteel und Feuerzeug, weil es erstmal instant eine Flamme erzeugt und nicht als allererstes mal nur einen Funken, mit dem man wirklich nur hochfein Materialien anzünden kann. Weshalb eben ja der Firesteel so overhyped ist, neudeutsch, weil er halt unkaputtbar ist und nass werden kann. Kann ein Feuerzeug nass werden? So eins, ja, das ist wasserdicht verpackt. Wenn das ins Wasser fällt, scheißegal, dann hebst du es wieder auf. Wenn es unter Wasser gegangen ist, verloren auf dem Grund des Meeres liegt oder sonst wie, das passiert mit dem Firesteel auch. Also so gesehen, das ist dann halt so. Ja, aber das ist ein so rundum kompaktes Paket. Ist das langfristig zuverlässig? Wird das immer funktionieren, wenn man es rausholt und damit ein Feuer anzünden möchte? Nö. Da ist dann ein Punkt für den Firesteel. Der ist halt immer verfügbar. Der kann nicht kaputt gehen. Das Ding hier schon. Da müsste man dann halt, kommt immer drauf an, welches Szenario man hat. Da will man einfach nur was haben, was an dem Tag, an dem man in die Natur geht, für den Fall, dass man da verunglückt und dann ein Feuerle machen möchte, warum auch immer das notwendig sein sollte, davon abgesehen,
wenn man an dem Tag was mitnehmen möchte für diesen Tag oder für ein paar Tage, dann tut es auch ein Feuerzeug. Weil man kann daheim kurz kontrollieren, funktioniert es? Ja, dann wird es draußen wahrscheinlich auch funktionieren. Kann sein, dass die Temperatur bedingt irgendwann nicht mehr klappen, wenn es kalt genug wird, so ab minus 10 oder was erfahrungsgemäß, wird das schwierig. Da musst du sie vorher ordentlich in die Hosentasche stecken. Viel vorher, bevor man sie einsetzen möchte. Am besten hat man sie immer in der Hosentasche, damit sie einfach körpernah gelagert sind und immer eine gewisse Temperatur haben. Und dann hast du vielleicht insgesamt die Möglichkeit, 2 Minuten lang damit rumzuzündeln. Danach hat es sich zu sehr ausgekühlt und dann muss es wieder in die Hosentasche für eine Weile. Das schränkt also die Anwendung ein wenig ein für superkalte Lebensräume. Das ist ein Punkt, ja. Aber in superkalten Lebensräumen ist es auch noch schwieriger, trockenen Zunder zu finden, beziehungsweise überhaupt Zunder zu finden und den dann auch anzuzünden, weil bei niedrigen Temperaturen zündet Zeug auch später. Und da ist dann wieder ein Feuerzeug durch seine Möglichkeiten, Dinge anzuzünden, bei weitem einfacher ein Feuer zu machen als mit dem Firesteel. Ne? So, ein Big-Feuerzeug hat den großen Vorteil, kann nass werden, funktioniert dann nicht mehr, trocknet aber, danach funktioniert es wieder. Die gelten als sehr, sehr, sehr robust, sind aufgrund der einfachen Mechanik, ohne irgendwelche Piezo-Zündungen, also so einen elektronischen Funken, mit dem einfachen Drehrad hier und dem ne, das kennen wir ja alle, haben wir schon alle mit rumgespielt. Und der Tatsache, dass sie dann hier so einen schönen Funken auch letztendlich per Firesteel einen machen, das ist ja genau das drin, was in großer Form als lange Stange hier dran hängt. Der Unterschied ist bloß die Größe. Ja, und sobald das Ding wieder getrocknet ist, funktioniert das auch wieder und dann kannst du damit wieder ein Feuerchen anmachen und die halten ewig. Da hat man schon welche gefunden, die hat man irgendwann mal bei seinem in den Hinterlassenschaften des Opas gefunden, der vor 30 Jahren gestorben ist und dann kann man die noch wunderbar ewig lang verwenden können. Ich kann auch solche Geschichten erzählen von irgendwelchen Opas meiner Freunde, in deren Hinterlassenschaften wir dann mal gewühlt haben. Zum Beispiel hat er ein Bienenhäuschen, besagter Opa, da waren schon lang keine Bienen mehr drin, aber da lag noch alles mögliche Zeugs rum. Unter anderem haben wir noch ein altes Feuerzeug gefunden und damit natürlich nicht alles weit und breit angezündet. Sowas würden wir niemals tun als 12-Jährige. Nein, wir doch nicht. Ja, jedenfalls nichts, was wertvoll gewesen wäre. Sie sind anfälliger für Fehler. Streichhölzer erst recht, insbesondere wenn man sie in einer Streichholzschachtel transportiert, wobei man bei Streichhölzern auch sagen muss, nimmst du Survival-Streichhölzer mit, dann packst du sie in eine wasserdichte Dose. Dann können sie, solange sie in der wasserdichten Dose sind, ins Meer fallen, kann nass werden, weil es regnet, kann nass werden, weil hohe Luftfeuchtigkeit, völlig wurscht, in der Dose ist gut und wenn man sie dann mal kurz aus der Dose rausnimmt, eins, um damit ein Feuer anzuzünden, funktioniert das auch bei 80% Luftfeuchtigkeit. So schnell weicht das dann auch wieder nicht durch, dass man nicht die Zeit hätte, die paar Sekunden, die es braucht, zwischen aufmachen, rausnehmen, zumachen, anreißen, Feuer. Ja, also ja, ist ein bisschen empfindlicher, geht aber einfach durch die direkte Flamme meiner Meinung nach in der Praxis zum echten Feuer machen und nicht nur in der Theorie, weil du es dir gekauft hast, weil es billig zu haben war und du dich jetzt survivalmäßig fühlst. In der Praxis ist ein Feuerzeug einfacher, um damit letztendlich ein Feuer in Gang zu bekommen. Es sei denn, wie gesagt, du hast gerade Birkenrinde verfügbar, du hast dir welche mitgebracht, du hast dir irgendeinen anderen Zunder von zu Hause mitgebracht, dann funktioniert das natürlich auch alles wunderbar mit dem Ding. Ja? Feuerzeug und Streichhölzer können bei Nichtvorhandensein von Zunder alles Mögliche anzünden, was du nur ohne Zunder nicht anzünden kannst. Hast du Zunder dabei, den du mit einem Firesteel anzünden kannst, kannst du mit dem Zunder natürlich auch alles anzünden, was du sonst nur mit einem Streichholz oder einem Feuerzeug anzünden könntest. Ja, das heißt, wer unbedingt sagt, ja, ein Firesteel ist das Nonplusultra, wenn man dabei noch Zunder dabei hat, der nimmt halt ein Firesteel mit Zundersäckchen jederzeit mit und rennt damit rum und hat aber immer noch mehr Aufwand, weil es einfach eine Weile dauert, bis man dann selbst, wenn man Zunder dabei hat, den so weit vorbereitet hat, dass der brandbereit ist. So, ich laber schon wieder viel zu lange. Jetzt zünden wir kurz noch ein bisschen Birkenrinde an und dann bin ich auch schon wieder raus. Ihr seid jetzt so nah dran, wie geht. Ich hoffe, man kann das jetzt also einigermaßen sehen. Hier haben wir jetzt also ein ganz frisches Stück Birkenrinde mittlerer Qualität, würde ich ungefähr sagen. Häufig, wenn man die vom Ast gekratzt hat, ist hinten dran noch solche Holzplättchen dran. Die machst du am besten ab, weil die saugen die Feuchtigkeit auf. Die wollen wir in unserem Zunder nicht haben. So, was wir haben wollen, ist wirklich hier die äußere Rinde, relativ dünne Schicht. Darf auf keinen Fall dicker als 1 Millimeter sein, dann habt ihr was falsch gemacht. So, wenn man das jetzt anzünden möchte, muss man jetzt irgendwie eine Rauigkeit der Oberfläche herstellen. Hier einfach mit dem Firesteel drauf rum striken. Moment, mache ich gerne mal vor.
Das sieht man häufig bei Anfängern, dass die sowas hier versuchen. Ja? Das kannst du den lieben langen Tag machen, da kannst du noch so viele Funken bei produzieren und dann noch so gut mit dem Ding umzugehen wissen. Das wird niemals anfangen zu brennen. Das passiert nicht, schon gar nicht bei nasser Birkenrinde, weil die Oberfläche ist nicht rau genug, die ist ja noch völlig glatt. So, deswegen brauchen wir jetzt ein Messer. Wo habe ich es jetzt hingelegt? Ach, Hirn. Und müssen die Oberfläche erstmal ein bisschen aufrauen. Das tut man, indem man da einfach ein bisschen mit dem Messer dran kratzt. Und dann bildet sich ein Birkenrinden-Oberflächen-Fusselzeug. Ja, am besten ist, man kratzt so in, aus einer Richtung. Ne? Also nicht so hin und her, geht auch. Aber meiner Erfahrung nach ist so aus einer Richtung kratzen am besten, weil damit kratzt man sich die äußere Schicht der Birkenrinde ab, die tatsächlich dann innerhalb des Birkenrindenkontinuums nochmal das Beste, wirklich mit Abstand Beste ist, was da brennen kann. Und das sollte so dann schon reichen. Wir haben jetzt hier also einen Haufen raues Birkenrindenmaterial. Und wenn wir das jetzt entzünden wollen, natürlich könnte man jetzt einfach den Firesteel drüber halten und da ganz oft runterziehen. Zack, 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 zack. Irgendwann fängt das vielleicht ein Funken. Das geht, ist aber blöd. Ja, dauert lange und ist manchmal ziemlich mühsam. An meiner Meinung nach mit Abstand am besten ist, wenn man eine Klinge oder den Striker des Firesteels vor seinen Zunder legt. Also hier, wir wollen in die Richtung das Ding jetzt abziehen. Ja? Das heißt, hier liegt die Klinge. Wenn ich jetzt hier drüber ziehe, fallen die Funken genau hier runter vor der Klinge. Die Klinge ist also quasi die Barriere, die klar macht, wo die Funken landen sollen. So kann man mit Abstand am besten zielen. Und die Funken landen dann genau hier in meiner aufgerauten Birkenrinde. Und dann sollte die sich nach ein paar Strikes entzünden lassen. Ja, bitte sehr. Und jetzt muss man halt dringend noch ein anderes Stück Birkenrinde parat haben, weil und um damit dann wieder das dann damit anzuzünden, weil das immer nur sehr, sehr kurz brennt. Das habe ich jetzt verpennt. Das ist jetzt schade, weil ob das nochmal klappt, ist die Frage, weil jetzt schon recht viel von unserem Feinmaterial hier verbrannt ist. Ja, und das ist ja eben genau das, was ich im Grunde versuche zu sagen. Feuerle machen mit Birkenrinde ist und Firesteel ist zwar immer noch die einfachste Methode, mit dem Firesteel überhaupt Feuer zu machen, aber auch bei mir kann das mal schief gehen. Jetzt bin ich zwar nicht der größte Profi überhaupt, was diese Art des Feuermachens angeht, aber ich habe das schon ganz oft geübt. Ja, und selbst dann kann es eben mal scheitern und die Brennbedingungen waren halt doch nicht so gut wie erwartet und dann klappt es nicht. Und dann muss man sich halt schon Mühe geben, jedes Mal wirklich seine Birkenrinde ausreichend aufzurauen, auch genügend aufgerautes Material zu haben, damit es dann auch wirklich sicher hinterher anfängt zu brennen. Das habe ich jetzt eben beim Beitrag vor Ort tatsächlich jetzt auch gerade ein bisschen falsch gemacht. Dafür seht ihr es hier jetzt nochmal richtig. Ne? Ich zeige das gerne ein paar Mal, damit es die Leute, die das noch nicht können oder noch nicht wissen, auch wirklich nochmal schön gesehen haben. Also hier hat es jetzt zum Beispiel wunderbar funktioniert. Das war ausreichend aufgerautes Material. Das hatte ich jetzt eben nicht, beziehungsweise es hat nicht richtig Feuer gefangen. Jo, zurück zum Ben vor Ort. Mit dem Feuerzeug. Und das habe ich die ganze Zeit jetzt hier auf dem feuchten Boden gedrückt. Das ist einfach scheißegal. Birkenrinde brennt, solange sie nicht ganz, ganz alt ist, eigentlich immer. Insbesondere wirklich, wie gesagt, wenn man was hat, was eine Flamme hat zum Anzünden, dann ist das total einfach und überhaupt kein Problem. Und dann immer so halten, dass die Flamme nach oben, wenn sie nach oben züngelt, nach oben auch was anzünden kann. Überhaupt kein Problem. Für diejenigen, die das noch nicht wussten, die haben vielleicht was gelernt. Für alle anderen war es hoffentlich zumindest ein bisschen unterhaltsam. Bis zum nächsten Mal, also sprich bis morgen und macht's gut.